So, aber da geht's heute mit Need for Speed und im hoffentlich großen Finale heute. In dieser Aufnahmesession. Wir haben eigentlich noch zwei Rennen, wenn ich es richtig sehe. Wie gesagt, zwar drei, aber ich sehe jetzt nur zwei gerade spontan. Gott, ne? Aber eigentlich müssten wir nur dieses eine noch haben. Ach, hier unten ist noch eins. 18,9 Kilometer. Ah, das ist klar. Okay, schauen wir mal, ob wir die heute zusammen kriegen. Dann passt das nämlich mit den Zahlen. Fangen wir mal mit dem Highway Battle. Das ist ja das letzte Rennen, was wir offen haben noch. Okay. Dann haben wir die Königs-X CCXR. Können wir heute ein bisschen fahren und ich versuche ein bisschen was ruhiger zu bleiben. Zumindest ruhiger als in den letzten Folgen. So, eigentlich haben wir es ja letztes Mal zweimal geschafft. Einmal waren es 400 Meter und einmal waren es nur 100 Kilometer. Und jedes Mal war es ein blöder Fehler. Einmal war es der Kopf und einmal war ich selber. Ich hoffe, dass wir es diesmal besser hinkriegen. So. Ich um mehrere zu schnelle Fahrzeuge. Benötige Verstärkung. Gebt mir alles, was ihr habt. Halten Sie an! Das sieht man jetzt wieder. Wieder Stress. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Melde an. Nein! Ach, diese Scheiße. Da bin ich nicht ganz rübergekommen. Zentrale, bitten um Genehmigung für Einsatz eines Nadelbands. Ich habe heute aber auch alles mit. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Nagelband einsatzbereit. Ah, gut. Da kommt aber. Ah, ne, das war ein Auto, ne? Aber ich krieg gerade momentan echt alles ab. Verdächtiger hat versucht, sich von der Straße zu drängen. Wir waren mal 4 Kilometer weg und ich. Schon knapp die Hälfte des Lebens weg. Nagelband einsatzbereit. So, und den hat es auch noch in den LKW von mir gesetzt. Wir sind jetzt ungefähr ein da. Mal gucken. Ach, scheiße. Aber ich krieg aber gerade auch alles mitgenommen hier. Melde Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Verdächtiger hat mich gerammt. Ah, leck mich doch. Ey. Ey, wie gesagt, ich nehme gerade momentan alles mit, was hier irgendwie auf der Straße rumsteht. Ich habe Kontakt. Wir drängen jetzt von der Straße. Verstanden. So, den lassen wir mitnehmen hier. Dass der mir zumindest mal nicht mehr auf dem. Einen anderen Einheit ausgefallen. Der war schon mal Einheit verloren. Ja, das ist ganz gut. Also, das ist ein Takedown. Takedown des Gegners. EMP einsatzbereit. Da ist ein Nagelbandtreffer auf dem Gegner. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. So, nehmen wir dich mal mit. Ich hatte es gegen meinen Nutzer, weil wir jetzt hier keine Schadensanzeige bei den anderen Fahrzeugen haben. Verdächtiger hat den Nagelband entkommen. Verfolgung fortsetzen. Wir haben jetzt an alle Einheiten. Das Kommunikationssystem ist gestört. Ach, super. Ich hab gekürzt, ja. Wer war der hier quer über die Straße geflogen? Ist der wo? Komm. Jeder stößt an die Inline. Seht ihr das? Der Typ richtet jede Menge Schaden an. Ich nehme mal den Förser, damit ich hier ein bisschen. Nagelband von dem Kopf zerstört.
Zentrale, wir benötigen eine erledigt den Wagen. Aber man sollte auch mal der Gegner hier ein bisschen weg sein. Ich habe richtige Nagelband umfahren. Verdächtiger fährt euch. So, Gott hat auf jeden Fall den Kopf zerlegt und den hat es auch verfolgt. Weggeballert. Einheit verloren. Abschnittwagen ist unterwegs. Nagelband hat Ziel verfehlt. Nagelband hat sich nicht abgebremst. 7 Kilometer noch. Alle Einheiten. Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme. Er wehrt sich. Ja, ich komme nicht genau in den Gegner. Verkehrsunfall. Wiederhole. Verkehrsunfall. So, mal den Kopf hier weg. Einheit verloren. Schicke einen Abschleppwagen, es sind etwa 15 Minuten da. Negativ, Ziel ist im Tunnel. Verfolgung eines Königsegg. Ich weiß nicht, was du meinst. Wir haben ein bisschen Glück, dass wir die Zielen wegkriegen. EMP-Zielerfassung festgestellt, Ausweichmanöver einleiten. So, den hat auf jeden Fall zerlegt hier, den dürfte irgendwie nicht so gewesen sein, nur gerade sagen. Verfolgung ist unterwegs zur Carpenridge. Waffensysteme aufgefallen. So, ich setze mal Schlösser nahe, damit der Heli da oben nicht besetzen kann. Nagelband hat Ziel nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. So. Dritter momentan, das ist aber egal. Wir sind momentan nur noch 1 Kilometer vor dem Ende. Zweiter jetzt. So, ja, das ist klar, das ist da noch nicht. Hier Straßensperre, Verkehrsunfall, das verdächtigen wir nicht. Alle Einheiten, wir mit. Nein, wir sind Vierter geworden, ernsthaft? Also, wir sind mal ans Ziel gekommen, ja, Vierter, scheiße. Ah, nein. Den hätte ich locker geschafft, denn dann war die Dings. Die Aufgabe. Aber da sind sie mir dann doch noch mal reingefahren, ja gut. Müssen wir es noch einmal probieren. Scheiße. Die MP ein bisschen zu spät, aber wegen der scheiß Straßensperre da. Sonst wäre die definitiv durch gewesen, die Runde. Ich bin hinter den Rasern. Die versuchen mich abzuhängen. Ärgerlich gerade, aber es ist machbar. Halten Sie an oder wir setzen Gewalt ein. Genau, rast ihr mal den eigenen Verkehr. Verdächtiger setzt sich zu Wehr. Melde eigene Schäden. Zentrale, bitten um Genehmigung für Einsatz eines Nagelbands. Wir sind Platz 4. Verstanden. Nagelband abgeworfenes Nageband ist eurer Bereich. Irgendwas haben wir mitgenommen. Nageband Takedown, ja. Das ist ein Takedown gewesen. Ist leider kein. Nagelband einsatzbereit. Wir probieren das dann nochmal direkt. Nagelband hat Ziel verfehlt. Oh ja. Kontakt. Boah, die sind mir im Sack. So, nochmal ein Nagelbandtreffer auf den Bugatti Veyron. EMP-Zielerfassung festgestellt. Ausweichmanöver einleiten. Nur den hat er auf jeden Fall noch gekriegt. Verdächtiger hat mich gehabt. Ah, da fliegt nur ein paar Kilometer durch die Luft, du hast es ja.
So, den haben wir jetzt noch erledigt hier, den Kollegen. Ich brauche den Rettungsdienst. Ja, momentan sind nur 5 da, aber es ist alles beinahe beieinander. Straßensperre steht, zur Verhaftung. So, sind noch 4. Zentrale bitten um Genehmigung für EMP-Einsatz. Luftunterstützung ist unterwegs, müsste gleich da sein. Warum musst du eigentlich immer auf die Stand, so weit auf die Standspur fahren, dass ich da noch reinquetsche, Kollege? Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Das sieht jetzt ein bisschen besser aus als das, was da so. Nagelband einsatzbereit. Vorher geliefert haben. So schwer ist es gar nicht, das Rennen eigentlich. Zentrale. So, und den hat es auf jeden Fall nochmal mitgenommen, den Kollegen hier. Wie gesagt, ich versuche heute ein bisschen ruhiger zu bleiben. So, Nagelband gestört von dem Heli. Ach, den habe ich nicht gesehen, den zweiten. Ich habe jetzt den Blick auf den Heli oben gehabt. Die MP leider verfehlt, wir haben noch ein bisschen was an dem... Verdächtiger hat versucht, mich von der Straße zu drängen. Ah, ist gut, noch was nichts zu machen. Nichts passiert. Hier Straßensperre, Verkehrsunfall des Verdächtigen am Unfallstand. Noch ist nichts passiert. Wir haben noch Energie, wir haben noch... Nagelband einsatzbereit. So, der Vorteil ist, dass der jetzt in diese Cutscene reingeht. Nagelband hat hier nicht verlangsamt. Verdächtiger weiter auf der Flucht. So, den Kopf, den haben wir erledigt. Dann die zwei Autos quer. Wir haben Einheiten verloren. Schick die Rettung. So, wir sind momentan auf P3, das heißt, wir sind gut dabei. 800 Kilometer von hier, ne? Und den Takedown. So, ich setze mal einen Störsender ein, damit der Heli sich nicht querstellen kann. So, den haben wir auch nochmal schnell weg, den Kollegen. Genau, kracht da nochmal rein, ist mir egal. So, eigentlich sollte das Lager aber nicht ausgelöst worden sein, ja. So, den haben wir auch noch reingehauen, den hat ihn sehr geschlagen. Der Verdächtiger widersetzt sich der Festnahme, er wehrt sich. Ich gehe ran und versuche ihn herunterzubremsen. Verstanden. Kommt, dein Officer. Wir haben die Aufgabe geschafft. Wir sind Zweiter geworden, glaube ich. Meines Wissens noch. Nee, Dritter. Scheiße, das ist noch in einer durchgewischt. Aber ist egal, wir haben die Aufgabe geschafft. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Im 9. Versuch letztendlich haben wir es dann am Ende. Habe ich das Ding zugemacht. Puh, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
sei Dank haben wir das Thema erledigt. Ja, ich war zweiter und wollte den Turbo zünden. Im Moment kriege ich noch einen mit, natürlich, weil die Kopfhörer, die so doof sind eigentlich. Und dann mir noch einen mithauen. Aber egal, wir haben es geschafft. Das ist das Allerwichtigste. Und wir sind damit auch Gott sei Dank mit dieser Folge durch. Und dann haben wir noch zwei Helden, die jetzt offen stehen. Den Porsche Cayman S haben wir noch reingeschaltet. Damit haben wir das Thema auch hier gegessen. Und wir haben noch... Hoffe ich zumindest, dass wir noch zwei Rennen jetzt offen haben. Ja, wir haben noch das Ding hier Hunted. Und dann haben wir das große Finale mit 70 Kilometer. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge erst wieder. Und dann machen wir das Ding hier zu. Hoffentlich mit Hunted. Und ja. Und dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht dann am Ende durchkriegen. Bis dahin und tschüss.